So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu RimWorld. Kleiner organisatorischer Hinweis vorab. RimWorld wird nur noch alle 2 Tage kommen, also abwechselnd immer mit Factorio. Aus zeitlichen Gründen muss ich das leider so machen. Aus der Daily Soap wird also eine Two-Daily Soap, wenn man es so sagen kann. So, ich hoffe, das wirft euch jetzt nicht in irgendwelche Depressionen oder so. Ja. So, hier waren wir. Ich will mal hier einstellen, dass ihr bitte genau das macht. Und dann können wir nämlich das hier abreißen. Braucht man nämlich nicht mehr. Wir haben ja jetzt einen tollen Herd. Und heute habe ich auch noch vor, vielleicht hier ein bisschen die Verteidigung auszubauen. Außerdem habe ich mir überlegt, was können wir mit dem Menschenfleisch machen? Und ich kann das ja nicht einfach so kochen. Das wäre irgendwie schlecht. 8 Teller, 1 Topf. Okay. Aber ich kann doch bestimmt, wo kann ich denn nochmal Tierfutter machen? Trockenfutter. So, hier will ich mal gucken, ob ich da... Menschenfleisch dafür nehmen kann. Kann ich machen. Ja, pass auf, dann löschen wir nämlich hier alles und dann machst du Trockenfutter einfach nur aus Menschenfleisch. Easy. Ba-ba-da-da. Ist ja kein Problem, oder? Kann doch jeder machen. So, dann kriegt dein Lumpi nämlich hier lecker Trockenfutter. Und der braucht auch noch irgendwie so ein... Also, irgendwie ist das blöd hier. Lass ich den denn hier schlafen? Oder wo kriegt der sein Trockenfutterlager hin? Ich meine, hier ist ja alles überdacht, ne? Aber ist auch ein bisschen dunkel, finde ich. Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen Helligkeit hinzaubern. Hier an die Eingänge immer jeweils. So. Und dann wollte ich eine Lagerzone machen. Machen wir hier hin. So, und hier kommt nur Trockenfutter rein. Bam. So, Lumpi, also du isst doch Trockenfutter, oder? Täusche ich mich da? Wo konnte ich das nochmal sehen? Ah, hier, ne? Trockenfutter, ja, perfekt. So, da können wir nämlich das verwerten. Weil das ist gut, das gute Fleisch. Das gute. So, wie sieht's aus? Nambla, du bringst Sachen irgendwo hin und bringst andere Sachen weg. Das ist super. So, so wie das aussieht, fehlt mir irgendwie Platz hier drin. Das heißt, das Lager müsste auch noch ein bisschen größer werden. Keine Ahnung, warum ich eigentlich hier nicht größer gebaut habe. Oh, was haben wir denn hier? Kamelhaut und Menschenhaut. Oh, könnten wir auch einen schicken Menschenhautmantel machen oder sowas? Ja, vielleicht mache ich hier erstmal noch ein Lager hin. Also so ein ganz normales Lager, wo man alles reinhauen kann. Das heißt, Einstellung kopieren, Einstellung einfügen, so. Damit die auch mal ein bisschen die Sachen wegschmeißen können. So, und dich tun wir mal versetzen, weil das ist ja bescheuert. Letztes Mal haben die hier durch die, ist eigentlich geile Übung, durch die Schießscharte Hufeisen werfen gespielt. Aber ich mache das mal hier hin. Ihr könnt davon da so spielen hier und habt da so ein bisschen Korridor. Das ist doch voll super Sache hier. So, und ich glaube, wir brauchen aber trotzdem auch mehr hiervon. Okay, hier ist aber auch noch ganz viel da von dem Stahl. Trotzdem gebe ich da schon mal mehr in Auftrag. So. So, Nambla ist der Einzige, der wach ist und der tut auch schon hier schön Sachen verteilen und herholen und machen und tun. Bringt die Scheiße raus. So ist recht. Ja, und hier wollte ich dann auch mal gucken, vielleicht im Frühling, vielleicht kann, wenn ich dann hier die Felder mal noch ein bisschen größer mache, wollte ich mal gucken, ob man das irgendwie
benutzen kann dafür, hier zum Beispiel. Das ist also ein besserer Boden irgendwie. Nee, das ist es nicht. Aber vielleicht kann man damit dann irgendwie auch den Boden düngen. Also es hieß ja, man kann damit biosolide konservieren. Nee, also Fäkalien kann das, ein mit Fäkalien befülltes Fass, das in biosolide konserviert, verbrannt oder kompostiert werden kann. Da bräuchte ich doch bestimmt einen Kompost oder sowas. Gucken, ob wir hier irgendwo einen Kompost oder irgendwas ähnliches haben. Also, tja. Irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. Das hier ist immer, finde ich, immer noch mega fett. hier für den Boden kann ich das auch nicht machen. Vielleicht hier. Okay. Moment, ich drücke mal kurz Pause. Heizkörper. Also hier ist irgendwie kein ein Spülbecken, wie krass. Ja, kein Kompost, ne? Oder habe ich den jetzt nicht gesehen? Sowas wäre noch was. 35 Stahl. Oh, der braucht ja richtig Platz, der Gute. Nein, wir fragen keine, wir laufen nicht zu einer Karawane. Oh, jetzt ist hier die Konstruktion fehlgeschlagen. Wie ärgerlich. So, das heißt aber, wir bräuchten hier auch noch mehr Fallen. So, was haben wir denn viel? Wir haben immer noch relativ viel Knochen. Zumindest für zwei Fallen müsste es reichen, ne? Die kostet doch... Oh ne, kostet 35. Hm. Reicht es nur für eine? Kann ich die noch aus was anderem bauen? Irgendwie nicht, ne? Oha! Oha! Ein Abzocker namens Jay ist mit einer Rettungskapsel in der Nähe abgestürzt. Wenn er den Aufschlag überlebt hat, ist er vermutlich schwer verletzt. Ronneks Vater! Ronnek, dein Vater ist hier! Der Jay! Wenn du mir schreibst, wie dein Vater heißt, dann nenne ich den auch so. okay, ich kann ihn rekrutieren oder einsperren. Den sperren wir natürlich ein. Jay, was kannst du denn so? Okay, du kannst... Oh, also hier bist du gut. Kunst, okay, Handwerk. Aha, ein Partylöwe. Ach, du hast ja nur das Becken gebrochen. Ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Wer ist denn mein bester Arzt? 5, 4, 4. Das ist Huckstep. Huckstep machst du gerade. Nichts Besonderes. Oh nein. Panic und Numbler haben Malaria sich eingefangen. Das ist ganz schlecht. Leute. Ab ins Bett. Numbler, was machst du? Nee. Du hast kein Bett, ne? Ah, Mist. Doch, du hast hier deinen Schlafplatz. Du sollst ins Bett gehen, Numbler. Panic hat das schon gemacht. Ich würde sagen, da bauen wir hier mal noch ein normales Bett hin. Oder die sind ja alle besetzt, ne? Ja. Holz haben wir nicht so viel. Das hier haben wir. Schieferblöcke. Ein Schieferbett. Schiefer
Blöcke Bett. Halt. So, das kommt mal hier oben hin. Das wird dann mein Krankenbett. Wir brauchen trotzdem hier dringend Behandlung. Immunität 0. Ronek. Ja, komm, du bist gleich fertig. Mach hinne. Ja, genau. Versorg mal den Panik. Und Nambla, du hörst jetzt mal auf hier mit. Der kann sich nicht hinlegen, ne? Ist das richtig? Und Nambla ist auch irgendwie immun. Guck dir das mal an. Der hat überhaupt keine Malaria. Hat irgendjemand anders? Habe ich das gehört? Schlechte Hygiene, okay. Panik ist klar. Ronik hat auch Angst. Die haben alle Angst hier. Was ist denn los? Ist doch hier kein Grund zum Angst haben. Okay, wir müssen nur Panik durchbringen. Das wird nicht einfach. Huckstep holt gerade den Jay. Oh je, oh je, oh je. Malaria. Malaria. Da kann ich irgendwie gerade gar nichts machen, gell? Und wir haben... Doch, hier haben wir. Bitte ernten. Alle Heilpflanzen, die irgendwie erntbar sind, ernten. Ja, gut. Irgendwie will sich keiner um ihn kümmern. Er hat ja nur das Becken gebrochen. Ist ja auch nicht so schlimm. Da kann man sich ruhig mal schlafen legen. Ups. So, und Nahrung brauchen wir natürlich, sehe ich gerade. Hier, da ist nicht mehr viel da. So, wir könnten natürlich Truthähne, aber ich glaube hier so Hirschkühe, Alpakas, die bringen irgendwie mehr Essen. Komm, dann tust du mal, bist du mal gejagt. Was mit dir? Dich nehmen wir auch mit, auch wenn du hier so rumliegst. So, vielleicht gibt es noch hier irgendwas außenrum, was man ernten könnte. Ein paar Pilzchen. Hier, Apfelbaum. Noch mehr Pilze. Ah, die sind noch nicht reif, ne? Die Pfirsiche, aber hier. Die Apfelbäume. Oh! Wie ist denn das gestorben? Das Deodon. Hui. Wie lange liegt das schon da? Relativ lange, aber es ist ja tiefgefroren. Das holen wir uns. Ach, guck hier. Steodon, wie ist das gestorben? Ach cool, die haben sich gegenseitig gekillt. Ja, das holen wir uns auch. Das gibt bestimmt viel Fleisch. Oh, hier oben. So. Und holt ihr mal Essen ran. Ne? Nambla? Nambla, du bist echt der Beste, weil du kannst nicht krank werden, bist ja ein Android, aber du musst trotzdem essen. Das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht kannst du dich nicht einfach an die Batterie anschließen, das wäre doch viel praktischer. Und geht Alpaka jagen. Perfekt. Okay, das tut mir leid. So, dich wollen wir natürlich anwerben. Oh, das ist nicht schwierig. Gucken wir den noch mal kurz an. Also der hat auf jeden Fall Socken an, deswegen ist der mir schon mal total sympathisch. warum auch immer. Und es ist halt Ronneks Vater. Das ist wichtig. Ja, der ist nicht schlecht, ne? Ich meine, mit 29 und Ronek ist 66. Ich meine, das ist ja klar. Also, ne? Versteht ihr? 656 chronologisch. Gut, der ist... Okay, der ist ein bisschen länger im Kälteschlaf gewesen. Na gut. Na gut. Okay. Ja, sagt mir, wie der gute Jay heißen soll. Oder wir lassen ihn einfach Jay. Hatte ich nicht schon mal einen Jay? Oder hieß der anders? Ich glaube, ich hatte schon mal in der vorigen Staffel einen Jay. Der ist, glaube ich, vom Lux erschlagen worden oder so. Bin mir aber nicht sicher. Ronek, aber du machst jetzt hier keine... Panik, du machst jetzt hier keine großen Sachen. Immunität 10%. Ich möchte eigentlich, dass du
im Bett bleibst. Kann ich das irgendwie einstellen? Kann ich doch eigentlich einstellen, ne? Oh je, oh je. Das wird nicht einfach. Ronnik, ich hätte gerne, dass du das baust. Schau mal, ich kann hier nichts anklicken. Wieso denn nicht? Achso, weil er schon baut. Weil er es schon macht. Entschuldige bitte. Entschuldigt. Und jemand könnte hier auch mal reparieren, ne? Macht irgendwie gar keiner. Warum eigentlich nicht? Muss man das extra einstellen? Na gut, weil sie halt die einzige Handwerkerin ist, die Hackstep. Aber Ronnik ist doch... Ich dachte, er ist fürs Bauen zuständig und es zählt dann nicht, oder wie? Man weiß es nicht. So, ich will da oben jetzt noch ein Krankenbett machen. Aber Panic Raid ruht sich jetzt wenigstens aus. 19 zu 13. Das wird echt eng. Kann man die Malaria noch irgendwie bekämpfen? Ich weiß, es gibt da so Vorsorgepillen. Was machst du denn? Was ist dein Problem? Eine Panikattacke. Oha. Panik braucht eine Behandlung. Weißt du was? Behandle dich doch mal selbst. So, jetzt ist hier auf jeden Fall das angekommen und das hier ist gut, dass wir ihn nämlich als Krankenbett haben. So. Wo gehst du jetzt hin? Ins Krankenbett. Ja, perfekt. Weil hier ist so ein rotes Kreuz, das hilft. Das hilft total, wenn hier so ein rotes Kreuz ist und wir brauchen Nahrung. Wir brauchen dringend Nahrung. Hackstep und Ronnik, ihr geht jetzt mal beide hier auf Kochen und Schlachten und so. Weil hier ist ja wenigstens irgendwas. Nambla. Du trägst die alle da zusammen, das ist super. Und jetzt aber schnell aufs Klo, Hackstep. Ronnik, was machst du denn? Panik waschen. Ja, das ist vielleicht gut, wenn du dich um Panik kümmerst, weil ich habe keinen Bock, dass der mir wegstirbt wegen so einer blöden Malaria. Das ist so ätzend. Warst du das schon? Ah, nee. Dann versuch mal noch den Jay zu rekrutieren, auch recht. Über eine Kindheitsgeschichte über Schminke. So, der Bruch ist nicht schlimm. Sag mal, wieso wäscht ihr, wieso tut ihr denn nicht kochen? Ach, weil nur Panik darf doch schlachten, ne? Habe ich doch so eingestellt. Oder? Ja. Moment. Dann machen wir das weg. Jeder Arbeiter darf schlachten. Und menschliche Leichen habe ich ja rausgenommen. So ist es. Und hier auch jeder Arbeiter. Außer Insektenfleisch und Menschenfleisch. Okay. Gut, 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 gut. So, jetzt müsste aber mal einer schlachten gehen, Hackstep. Der trainiert. Und Ronnik. Ich bin mal dafür, dass du schlachtest. Und zwar fix. Wir haben keine Nahrung. Nicht, dass die anfangen hier mit Menschenfleisch essen. Das würde mir gar nicht gefallen. So, Ronnik, passt irgendwas auch nicht. Was ist denn los? Wir haben Menschen geschlachtet. Ja, nu. Das war ein Versehen. Ja, stimmt. Wir sind auch jetzt so viele Leute, dass wir mal den Tisch versetzen könnten. Und zwar hierhin. Dann stellen wir nämlich den Hocker hierhin und den Hocker hierhin. Und dann können wir nämlich noch einen Hocker dahin und dahin. Dann brauchen wir zwar ein bisschen Holz, aber wird schon. So, Panik. 21, 29, ja, sind immer noch
8%. Wo fehlen? So, Huckstep kocht. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und isst auch gleich was. Ja, wir brauchen dringend Nahrung. Und wir haben hier so viel Mist. Bin mir nicht sicher, ob das irgendjemand kauft. Vielleicht sollten wir die Sachen lieber verbrennen. Ja, fütter mal. Das macht mir Sorgen. Sind immer noch bei 8%. Das wird knapp. Die soll sich hier bloß ausruhen und keine Sachen jetzt hier machen. Ja, so habe ich es geplant. Genau, von hier könnt ihr dann schön Hufeisen werfen, spielen. Das ist top. So, Fleisch haben wir massig, aber keine anderen Sachen. Und der Nambla ist noch schön am Tragen. Und es kommen Reisende. Ist das schön. Gut, Leute. Betet mal alle mit für Panic, dass der überlebt. An euren Rimworld-Gott. Und dann hoffen wir, dass wir im nächsten Mal immer noch 4 sind. Ich sag mal, macht's gut. Bis dann.